Stefan Mappus, der gescheiterte Lobbyist. Es ist schon überaus erstaunlich, nach welch einer Verfehlung der geschasste, ehemalige baden-württembergische Ministerpräsident Stefan Mappus, CDU, wieder einmal nach den Sternen greift. Um seinen Fauxpas noch einmal ins Gedächtnis zu rufen, habe Mappus einen Aktienkauf der NBW von dem französischen Kooperationspartner EDF auf Geheiß seines Freundes, dem Notenbanker Dirk Notheis, hin in die Wege geleitet. Stimmanteile in Höhe von 45% gingen auf das Land Baden-Württemberg, welches kräftig zur Kasse gebeten worden war und sage und schreibe 4,7 Milliarden Euro hierfür berappen musste, über. Nicht allein die Tatsache, dass der Preis unverhältnismäßig hoch veranschlagt sei, ist die alleinig ausschlaggebende. Vielmehr wiege der Vorwurf schwer, den Landtag in den Kauf nicht eingeweiht zu haben. Dies müsse Mappus auf seine eigene Kappe nehmen, was er jedoch auf seine Machtbefugnis stützend unterbleiben lässt. Er habe sich seiner Meinung nach nicht zu Schulden kommen lassen und verweist insofern auf das Notbewilligungsrecht des Finanzministers, die Angelegenheit betreffend. Hiermit hätte er den hausgemachten Deal auf eigene Faust durchziehen können. Mappus wollte mit dem Aktienkauf des Energieriesen NBW dem Land Baden-Württemberg das Schmankerl auf dem Präsentierteller servieren. Zu schade, dass die Energiewende zu jener Zeit eingeleitet worden war und der Kauf somit als äußerst verlustträchtig einzustufen ist. Dies hätte niemand vorhersehen können. Jedoch kommen nunmehr die Begleitumstände der fragwürdigen Übernahme zum Tragen. Warum habe Mappus das Parlament nicht früher informieren können, um die Details des Kaufes auf Landesebene auszuloten? Welche Rolle habe die das Geschäft abwickelnde Bank Morgan Stanley dabei gespielt? Und welchen Einfluss habe sein Kumpan Notheis ausgeübt? Der nun erst einmal suspendierte Notheis habe Mappus förmlich dazu gedrängt, den Deal in Windeseile durchzuwinken, weil sowohl Morgan Stanley als auch EDF darauf bedacht waren, die Transaktion in aller Schnelle über die Bühne gehen zu lassen. Der Handel entsprach aller Voraussicht nach nicht den üblichen Gepflogenheiten. Offenbar wurde hierbei mit einer allzu spitzen Feder gerechnet, was die Höhe der Kaufsumme angeht. Wer nun gehörig Reibach machen wollte, ist zuweilen unklar. Das Duo Mappus Notheis habe sich demnach viel zuzuschreiben, vor allen Dingen wie der Kaufpreis zustande gekommen worden ist. Da mag man an den Fall der in der Ukraine inhaftierten Julia Timoschenko erinnert werden, wo ein dubioses Gasgeschäft zum Nachteil der Staatskasse getätigt worden war und letztlich eine Verurteilung nach sich zog. Müsse etwa auch Ex-Ministerpräsident Mappus dem Vorwurf der Untreue ins Auge sehen. Jedenfalls scheint eben dieser nicht viel von den Beschuldigungen zu halten und habe sich bereit erklärt, einen Job beim Pharmakonzern Merck anzunehmen. Zwar kein versierter Fachmann, verfüge dennoch über die nötigen Kontakte, um bei Merck in höherer Position einzusteigen. Den Tadel, ein verkappter Opportunist zu sein, nehme er auf die leichte Schulter. Wes Brot ich ess, des Lied ich sing, so verhält es sich auch mit dem staatsmännischen Verständnis eines Stefan Mappus.